Hallihallo, hier ist der Gusua. Wir spielen wieder mal eine kleine Runde Clash Royale, weil ich habe eine Riesentruhe am Start. Die kommt natürlich auch gleich. Boah, wieder laut wie Hölle. Ah, 10-mal Knall ist cool, weil ich den Knall hier eh haben will. Dann läuft das ziemlich nice. Ofen war auch nicht schlecht, weil den habe ich auch bald zum Upgrade bereit. X-Bow, ganz genau, vor allen Dingen, Alter. Kommt hier, Riesentruhe. Los geht's. 2000. Oh, ich glaube, das hat mir jetzt richtig viel geholfen. Das ist nice. Kleinen Moment. Ja, komm, Magier spende ich auch. Ja, okay, obwohl ich mir gerade 100 gekauft habe. So, ich will wieder einen Knall. Und. Ja, ich kann sie verbessern. Sehr geil, denn seid ihr da richtig schön mit dabei. So ist nice, weil ich habe jetzt, zuvor hatte ich ja die Hexe damit drinne und ich habe es jetzt einfach mal probiert. Ich probiere es jetzt weiterhin. Ihr seid jetzt einfach mal wieder live dabei und ich gucke mal, ob das passt. Giant. Na, da will ich gegenhalten. Auf jeden Fall. Nee, 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 nee. Ja, das war ja Fail von ihm, Alter. Das war ja richtig. Nee, nee, nee. Lass ich auch noch. Ich lass mal erstmal kommen. Ah, okay. Ja, in Ordnung. Ist in Ordnung. Gibt Schlimmeres. Definitiv. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt richtig Fail. Weil der Inferno wird mich definitiv schön killen. Aber ich habe das Mus die Musketieren. Ah, Mist. Ja, nicht schlecht. Ich lasse ihn kommen. Ja, lasse ich kommen. Egal. Dann sind die halt ein paar dran. Egal. Aha. Na, okay, hätte ich also mit dem Knall nicht mehr geschafft. Ah, hat er auch noch einen. Aber noch nicht komplett kaputt. Schnell. Ja, gut, dass ich gewartet habe. Gar nicht so verkehrt. Gar nicht. Ja, genau, nicht schlecht. Das kannst du dir dann nicht verkneifen. Zumal der Giant ist noch richtig hart am Start. Jetzt muss er erst wieder da schön die Skeletthorde verballern. Ja, war ja klar. Ja, das kostet, das kostet. Oh, das geht. Alter, krass. Ich hätte gedacht, ich kassiere richtig hart. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt hier und überrasche ihn hart. Dann komme ich mit meinen Sachen an den Start. Ja, genau. Cooles Ding. Ah, okay, schade, mit dem Inferno kriegt er mich wirklich hart. Turm ist down, klar, logisch. Daraus mache ich keinen Hehl. Das ist ganz klar. Ja, der Knall war ganz in Ordnung. Ah, okay, da wieder den Inferno. Den bringt er halt immer ganz gut. Das muss man ihm einfach mal lassen. Ja, na, dass das noch nicht das Ende ist, das ist uns auch allen klar, oder? Zaboom. Tja, da hast du das Holz leider ein bisschen fail gedroppt. Ah, Mist. Er hat immer die Skelette immer schön fett am Start. Da ist er schon nicht so ganz schlecht, würde ich sagen. Ja, das ist schon ganz schön hart. Das ist zu viel für meinen Turm, ja. Schade. Ja, schade. So ist das ja nicht schlecht, ganz genau. Passt. Ich würde gerne nochmal. Ich muss mich erst wirklich wieder so ein bisschen mit dem Koboldfass
beschäftigen. Weil es war jetzt schon eine Weile nicht mehr am Start. Ein 7er Magier ist jetzt auch nicht so der Knüller. Komm, zeig mal, was du kannst. Na, nicht schlecht, gar nicht so verkehrt. Hat er schon ganz gut gebracht. Mal gucken, was er jetzt droppt hier. Jo, passt, ist in Ordnung. Hier Elektromagier. Ja, Holz zu spät gedroppt. Ziemlich gut für mich. Der Henker, ja, den muss ich kommen lassen, ganz klar. Der zieht mir natürlich jetzt gut was ab. Obwohl, es geht noch. Das geht noch. Mal gucken, ob er ein Schwein spielt. Nö, scheint nicht so. Na komm. Okay, wieder Magier, in Ordnung. Kann ich mit leben. Da ist ein Sepp. Ja, Packer down. Magier down. Ganz sportlich, würde ich sagen. Overtime ist gleich. Wird er es wieder so machen? Mit dem Magier? Denke ich mal. Ja, bis das ist ein bisschen. Warum macht er das? Also, ich meine, er weiß ja oder er sieht ja, dass es nicht so ganz gut klappt. So, jetzt supporte ich hier zusätzlich meine Musketieren hier halt mit einem schönen. Rage. Na, schnell noch davor. Koboldfass noch an Start gebracht. Ja, keine Chance. Keine Chance, Digga. Keine Chance. Digga, tut weh, tut weh, tut weh. Das war ziemlich gut. Gutes Spiel. Ja, du, glaub mal, du kriegst eventuell noch eine Packung. Also, naja, nee, dafür reicht's dann nicht mehr. Aber immerhin, das war schon eine gesunde Packung, Alter. Ja, mit dem Koboldfass hat man immer halt die Möglichkeit, noch irgendwas am Tower zu machen, wenn er zum Beispiel. Ach komm, kriegst einen Riese. Wenn er zum Beispiel halt den Inferno spielt und ich nicht wirklich nochmal rankomme, dann habe ich halt mit dem Koboldfass dann doch nochmal bessere Karten. Komm hier, viel Glück. Ich kann den Riese gleich spielen, das gefällt mir ganz gut. Ja, er auch. Aber jetzt ist 8er gegen 9er Riese. Für mich natürlich ein kleiner Vorteil. Ich würde aber trotzdem gerne warten und meine Musketierin hinter meinem Riese droppen, ganz genau. Das war da halt eben ein bisschen besser aufgestellt. Oh, 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 er haut gleich richtig raus. Ach, so ist das. Ach so, ach so. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie sagt man zu im Neudeutschen? Happy Luck Wish. So, geht doch nach Hause. Dankeschön. Erneut mit dem Riese. Ich hoffe, dass er den Riese auch droppt. Und jetzt weiß ich, dass er den Friedhof hat. Ja, die Walküre ist eigentlich, finde ich, immer so, wo ich halt richtig angepisst dann bin, logischerweise. Wenn der Gegner die Walküre halt direkt in seinem Bereich droppt, wenn ich gerade über die Brücke rüber bin, dann tut mir die natürlich richtig hart weh. Oh, fettes Schwein aufgehalten, Alter. Fettes Schwein aufgehalten. Aber mal eskalativ, Junge. Oh, Walküre geht leider down, tut mir fast ein bisschen Licht leid. oh ja, ich sehe, dass der Tower da gut was abkriegt. Bam, der Elektromagier ist weg, sehr geil.
Meine Musketierin ist, glaube ich, auch auf 8. Ganz genau. Kann ich mir das definitiv leisten. Okay. Und ich weiß, er hat einen Zap. Richtig? Dann könnte er wegzappen. Ich bin der Meinung, er hätte einen gehabt. Okay, das ist natürlich richtig gut. Jetzt kommt die volle Ladung. Und dann gehe ich gleich schon mal mit dem Fass auf die nächste Leitung hier. Ja, okay, er hat aufgegeben. Dann wäre schon was gekommen sonst. Da ist definitiv der Win in the Tash. Vielen Dank dafür. GG. Geiles Gefährt. Aber war Glück, logisch. Also, dass er halt aufgehört hat. Wieder fast bei 3-4. In Ordnung. Ja, wie gesagt, 3-1. Ein relativ günstiges Deck. Passt eigentlich. Kommt hier, wir gucken mal hier. Ach komm, klassische Herausforderung. Ich probier's mal. Ich lasse mal das Koboldfass hinten. Weil ich die Musketierin danach habe. Das passt. Die kann ich dann gut danach droppen. Schauen, wie er kommt. Oder ob er total defensiv spielt. Ah, okay, ja. Muss ich gucken, dass die nicht direkt hinten ran... Das könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht einen Tornado spielt. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aha, aha, der nette Herr mit zwei Barbaren hier. Elite-Barbaren-mäßig unterwegs. Der alte Zwerg. Bam, Mute, okay, passt. Ich kann ablenken. Alter, und jetzt noch mit dem Hawk am Start. Alter, was ist das für ein Push? Krasses Pferd, Junge. Krasses Pferd. Krasser Push, auf jeden Fall. Das Überraschungsmoment war definitiv auf deiner Seite. Auf jeden Fall. Da hast du ordentlich richtig krass. Bam! Ja, zu wenig. Zu wenig. Jetzt gleich mein Riese. In Verbindung mit dem Koboldfass. Und natürlich einem... Ah, schade, ich hätte den Wut noch ein bisschen für die Kobolde nutzen können. So, ich würde mal sagen, der erste ist down. Ich will ablenken, dass die... ah, schade. Dass der Barbar... Aber es passt. Oh ja, es ist gar nicht so verkehrt. Bam. Ich habe schon Angst vor seinem Push wieder. Ja. Zu spät, würde ich sagen. Das war zu spät. Und gleich mal ein Wut. Na, Goli, Goli, Goli. Schönes Ding, aber ist egal. Bazinga. Ejo, passt. Also ich denke mal, das sollte hier eine schnelle Nummer werden. Dann haben wir gleich noch einen Zap und dann sollte das klar gehen hier. Zack. Ja, nicht so schlecht, aber... Zack. Jo. Passt. Samu Gamer. Jo. YouTuber gegen YouTuber, würde ich sagen. Gucken wir mal. Boah, Packerspielplatz. Ich weiß gar nicht, wie ewig ich da schon nicht mehr drin war. Giant. Okay, da will er es gleich richtig wissen. Ich würde erst die Skelette nehmen. Weil ich kann mir vorstellen, dass er dann zappt. Ja, genau. Oh, hässlich, Alter. Oh, er wird sich so ärgern. Zumal ich jetzt... Ich hätte sonst wirklich das Koboldfass an der Stelle gedroppt. Aber nein, dann natürlich an der Stelle. Dafür muss er jetzt büßen. Oh yeah. Und hier haben wir noch ein Inferno. Zack. Jo, passt. Und jetzt kriegt der Magier auch noch einen auf den Zahn. Nett. Momentan noch komplett flawless. Aber das hat ja gar nichts zu heißen. Ich meine, er hat die Elite-Barbaren.
Ja, 9. Wenn ich Level 9 bin, müssten die mir sogar schon was antun. Aber dann ist es so. Ja, genau. Ganz genau. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe es verkehrt rum gedroppt. Jetzt wird er garantiert die Kobolde zappen. Ganz genau. Er ist ja nicht dumm. Also ich meine, was war das? Okay. Cooles Ding auf jeden Fall. Das ist natürlich fast gemaked Dings hier für mich. Oh, da tut weh. Da tut weh. Da tut richtig weh. Komplett ohne irgendwie die Sache zu kontrollieren. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Du denkst, du schaffst's, aber ich bring dir was bei. Und dann juckt dir das linke Ei. Ich weiß es nicht. Jetzt wird er mit in die Elite-Barbaren wiederkommen. Ach so, mir fällt gerade ein, ich habe ja hier noch Koboldfass. Ah! Ah, das ist hart. Aber nichtsdestotrotz, wartet mal. Das Ding entscheide ich für mich. Weil er rechnet damit nicht, dass ich so krass abgehe jetzt. Ganz genau, Digga, ganz genau. Und dann war's das für dich. Weil da kannst du auch kein Inferno mehr bringen. Das Ding ist, würde ich mal sagen, gegessen. Da müsste ich ziemlich daneben sein. Ah, jetzt droppt da noch ein Freeze, der kleine Boy. Ah, und dann noch ein Feuerball. Alter. Ja, genau, ich habe gewonnen. Aber ich wollte schon sagen, echt, Alter. Was, hat er es jetzt noch geschafft? Nein. So. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr hattet Fun. Ach, kommt hier, Krontruhe for the win. Dann muss die natürlich auch nochmal geöffnet werden. Dazu muss ich aber, glaube ich, darauf, ganz genau. Gucken wir mal. Ja, schön, Gold. War ja heute wirklich Chest-Opening-mäßig ordentlich was am Start, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut mal rein. Ciao, ciao.